Hallo, ich erkläre euch, was denn alles mit der App Book Creator kann machen und wie das App aufgebaut ist. Die geht für dich an den App Store und das ist der erste App Book Creator. Es gibt eine Gratis-Version und auch eine Version, die muss bezahlen. 12 von den Büchern ist natürlich an der Gratis-Version limitiert. Wenn das bis raufgeladen hat, macht das App ab. Ganz wichtig, dass ihr jetzt oben klickt auf Neues Buch. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Formaten von dem Buch auswählen. Zwischen Hechformat, Quadratischformat, Querformat und sogar auch viergefertigt Rummen, für zum Beispiel auch können, eine Bildergeschichte zu machen. Nun weiß ich einfach nur mal anhand von dem Quadratisch, wie der Book Creator funktioniert. Ganz wichtig sind die drei Knöpfe, rechts oben, auf jeden Fall der Plus und den I. Ich will nur ein einfaches Beispiel, ich will gerne eine Buchvorstellung machen von meinem Lieblingsbuch. Da gebe ich mal für dich auf der ersten Seite von meinem Buch gerne einen Text hin, wo mein Lieblingsbuch steht. Ich gehe auf den Plus drücken und dann kann der Schüler dann zwischen Fotos, Kamera, Stift, Text und Sound auswählen. Ich gebe natürlich auch für dich mal gerne eine Überschrift schreiben. Natürlich gebe ich auf Text klicken. Dann gebe ich schreiben mein Lieblingsbuch und dann einfach auf Fertig. Lo, also aber so, dass den Text, den kann ich natürlich hin und her schieben, aber den ist halt relativ klein. Da geht den Allcast, wenn ihr etwas will verändern, selektioniert den Dat, das sieht ihr eben mit der blauen Kost, und dann geht ihr jetzt oben bei den I. Da klickt ihr auf den I. Du kannst ihn einkehr zwischen der Größe von dem Text auswählen, es kann ihn noch zum Beispiel dick machen, schief und streichen, kann ihn auch die Schrift ändern. Es kann ihn halt Farbe ändern. Es kann ihn auch zum Beispiel so, ich hätte gerne ein bisschen Schild dran. Ich hätte gerne anders positioniert. Ich kann ihn ein bisschen auswählen, wen ich gerne hätte. So, und ich gebe das dort, will das so behalten. Da klicke ich einfach nein, auf meine Seite. Du hast aber so, dass die Seite ziemlich eitel ist. Ich kann ihn auch den Hintergrund fesseln. Das möchte ich dann, zu den Neuen selektioniert, geht ihn dabei den I. Und ich kann den dort zwischen ein bisschen mehr einfache Farben auswählen und aber auch zwischen ein bisschen mehr speziellen Hintergrund. Kann ich sogar auch hineingehen, so ein, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr etwas Spannendes. Dann auch zum Beispiel ein bisschen mehr etwas extra. So. Das ist immer jeweilig für alle Seiten. Das ist das nicht, dass wenn ich auf der ersten Seite ein bisschen mehr etwas extra scannen hat, dass all die anderen Seiten das auch aus. Nee, das muss ich natürlich für alle Seiten einzeln auswählen. Ich bleibe immer bei dem Doten. Gehe ich rum zurück. Da regne ich mein Tag ein bisschen mehr mit. Und dann gebe ich gerne eine nächste Seite machen. Die nächste Seite mache ich, an dem sie jetzt auf den Pfeil klickt. Dann hätte ich gerne, dass der Schüler ein Foto von seinem Lieblingsbuch möchte. Da geht er bei Plus und die geht bei Kamera. So wird ein Achse auf seine Kamera. Dann möchte ich ein Foto von seinem Buch mit der Kamera. Wenn ich dann ein Foto benutze, erkannt die dann eben auch, wie klein oder wie groß man. Und dann, wenn ich so gerne hätte, dass der Schüler einen Kader drunter schreibt, zum Beispiel, so einen kleinen Text, das will ich aber, dass das einfach manner spektakulär ausgesehen hat. Weil ich einfach eine normale Schrift und ohne dünner Strach und einfach ein bisschen klein kann ich das auch machen. Auf der nächsten Seite soll der Schüler die Autoren kurz vorstellen. Er geht dann, er hat die Foto in Gesicht im Internet und hat die raufgeladen auf sein iPad und geht das Foto in einfach sich in den Tisch. Wir gehen rum bei der Plus und das gehen wir bei Fotos. Und dann halten sie da die Foto mit an sein Buch ran. Du kannst dann auch im Apps dabei schreiben. Weil aber auch natürlich dabei ist, ich hole eine Menge Seite zum Beispiel. Und dann hätte ich gerne, dass der Schüler kurz aus seinem Buch 4 liest. Das heißt, der Schüler soll einfach seine Lieblingsszene aus dem Buch kurz 4 lesen. Der Schüler wählt dann das Care Sound aus. Wenn er frei ist, dann kann er entweder frisch eine Aufnahme starten oder er hält eine Audiofunktion, die ich auf der Drohne abgeholt
halten einfach an dem Sinn von iPad importieren direkt. Holen schon un, der Schüler hat einen neuen Job geholt und will der direkt abholen, kann ihn an dem Sinn halb drauf den Punkt klickt, etwas abholen. Ich meine, ich denke kurz 4, dann direkt drop. Pete McKenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Das konnte ich an seinen Augen sehen, die etwas hervorgetreten waren. Außerdem hatte er mich am Hemdkragen gepackt. Er schüttelte mich. Er kann ihn dann auch so, wenn er da fährt, schwer. Gebe ihn die Dute für aus den Höhlen. Da kann ich den Haltebutton auch rum, wieder mit groß, mit klein, an hin und her verschieben. Die kann ihn dann auch nein, ulaustern. Pete McKenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Und kann ihn natürlich auch rumlöschen, indem sie dann zum Beispiel auf den i klicken und hi, give up, löschen drücken. So, heute Schüler zum Beispiel die Buchverstellung fertig gemacht. Da geht ihn rum links oben hi, bei meine Bücher. Wird auch automatisch gespeichert. Und da geht ihn hi, bei den Rätseln Köst für den Delen-Symbol und klickt ihn da rüber. Ganz wichtig ist, dass er den Heim muss aufpassen, wenn ich ihn will verschicken. Wenn ich es als EPUB exportiere, dann kann derjenige, den ich teile, natürlich in einem iBooks-Programm das so nur lauschen und nur dem anderen Axe und Buch. Wenn ich es als PDF exportiere, dann kann ich zum Beispiel rausdrücken oder ich kann es auch per Mail sowieso verschicken. Aber natürlich ist dann alles, was abgeholt kann ich nicht einkehren, als nicht möglich ist, zu lauschen. Ich muss mich zu weisen, weil den alles kann machen. Ich soll als PDF exportieren. Und ich hätte gerne alle Zeit, ein und der andere. Und hier habe ich eben auch die Wahl, per Mail zu verschicken oder Dropbox zu setzen und OneDrive zu setzen. Und ich kann dann zum Beispiel auch rausdrücken, dann kann per AirDrop verschicken, sodass es eine ganz reine Möglichkeiten gibt. Ganz wichtig ist, dass ich auch, wenn ich als Lehrperson wähle zum Beispiel, ich als Portfolio benutzen und ich mache eine fixe Struktur, immer derselbe Spruch für jeden Verein. Da kann ich hier jetzt innen, bei denen wird ein bisschen ausgesetzt wie drei verschiedene Bücher, auch so ein Buch kopieren. Und da kann ich auch zum Beispiel hier, wenn ich schon ein GIF drauf drücke, kann ich zum Beispiel doch ein kombinieren mit einem anderen oder ich kann eben auch löschen. Wenn ich drauf klicke, kann ich hier auch zum Beispiel löschen. Da wird das heute zum Beispiel dem anderen sein Buch. So, da sind zum Beispiel auch kein Tuellen als Portfolio möglich geht für den Assigner. So ist es auch noch ganz wichtig, dass die Book Creator App auch kann Sachen vorlesen. Wenn ich ein als Beispiel holen kann, ich hier jetzt oben neben dem i-Knäppchen auch so ein Buch liest einem Dat 4. Ich weiß nicht, ein Kaffee. Kann ihn hier jetzt oben bei Vorlesen drücken. Mein Lieblingsbuch. Das ist mein Lieblingsbuch. Und da kann ihn eben so ein Pete McKenzie, mein bester Freund, war ein bisschen ärgerlich. Und da kann ihn eben noch so ein, ich will das regulieren, ich will das exportieren. Für verschiedene Unterrichtsinheiten gibt das Sinn, für andere eventuell Männer.